Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Das Grenophone, ein Videotelefon für Senioren. Als erstes ein rechtlicher Hinweis, der leider sein muss. Alle im Folgenden vorgestellten Ideen, Pläne, Zeichnungen, Modelle, Fotos etc. unterliegen, sofern nicht explizit anders gekennzeichnet, der folgenden Lizenz: Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0. Und das Grenophone hat mittlerweile auch einen Gebrauchsmusterschutz. Kurzfassung: Privater, nicht kommerzieller Nachbau ist erlaubt und erwünscht, aber wer das Ding nachbaut, um es gewinnbringend zu verkaufen, bekommt rechtlichen Ärger. So, wer hat's erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern meine Wenigkeit Stefan Bauer. Eigentlich bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauer ITCS UG Haftungsbeschränkt, habe noch ein Open Source Projekt namens X2Go an der Backe, in welchem ich gleich mehrere Funktionen ausübe. Und zu guter Letzt bin ich auch noch der erste Vorsitzende der Open Remote Computing Association, einem eingetragenen gemeinnützigen Verein. Und jetzt fange ich auch noch an, ein Videotelefon zu bauen. Man könnte echt meinen, mir ist langweilig. Aber wie kam es überhaupt dazu? Nun, ich war unzufrieden mit der Gesamtsituation, wie man dem hier abgebildeten Tweet sieht. Und kurz danach meldeten sich 4 weitere Leute bei mir, die alle in einer ähnlichen Lage waren. Teilweise sogar mit Demenzpatienten. Worauf kommt es bei einem Senioren-Videotelefon an? Wir brauchen ein seniorenfreundliches, vertrautes Bedienkonzept. Als zentrales Bedienelement dient also ein Telefonhörer, vielleicht noch je nach Anwender ein Rufknopf, Kurzwahltasten oder sogar eine Wählscheibe, weil sich eine demente Person sehr wahrscheinlich noch an deren Funktion und an Telefonnummern aus der Vergangenheit erinnert. Alle sonstigen Funktionen müssen von der Familiengegenstelle fernbedienbar sein, also die Audio- und Videoeinstellungen. Und damit kommen wir zu Bauer's Law. Every successful open source project starts with a just a hobby, won't be big and professional like new post to a mailing list. Wer zu jung oder nicht Linux-affin genug ist, um das Zitat zu erkennen, mit diesen Worten hat Linus Torvalds damals den Beginn der Entwicklung am Linux-Kernel angekündigt. Nachdem ein erster Mitmachaufruf beim Hackerspace Freiraum in Ulm ohne Reaktion blieb, wurde der nächste breiter gestreut. Ziel waren die Linux-User-Groups Ulm und Stuttgart, der Hackerspace Checkspace in Stuttgart sowie der Ulmer Erfinderstammtisch. Und da kam dann auch ein bisschen was zurück. Aus der Luke Stuttgart wenigstens ein paar warme Worte, sowie von Checkspace-Mitgliedern der ein oder andere gute technische Tipp. Und es fanden sich dann noch ein paar weitere Mitstreiter über den Ulmer Erfinderstammtisch und über die Luke Ulm. So ein Videotelefon, das braucht natürlich auch ein Gehäuse. Und das Ergebnis des ersten Entwurfs war: 3D Design is hard, let's go shopping. Nein, ernsthaft. Wenn man vor 22 Jahren mal AutoCAD angefasst hat, dann vor 15 Jahren noch von kleineres Konstruktionsprojekt QCAD und danach nichts mehr, dann ist die Lernkurve zum aktuellen FreeCAD oder OpenSCAD sehr steil. Zu steil für meinen Geschmack. Für den ersten Prototyp, den Pathfinder One, welcher kurz vor Weihnachten 2020 entstand, habe ich daher stattdessen zu Papier und Wellpappe gegriffen. Wellpappe ist ähnlich dick und lässt sich sogar noch einfacher bearbeiten als Sperrholz. Jetzt seht ihr hier 2 Stellen, die mit Big Scary Hole beschriftet sind. Und was könnte da bei einem Videotelefon wohin gehören? Richtig, ein Display, welches über die Weihnachtsfeiertage 2020 im Zwischenlager des Paketdienstleisters feststeckte. Naja, da das Display noch auf sich warten ließ, habe ich über die Feiertage zunächst mit einem anderen, kleineren Display experimentiert, was mir ein Bekannter überlassen hatte. Diesen Prototyp, den ihr hier seht, den habe ich dann Mickey Mouse genannt, wobei ich im Nachhinein auch nicht mehr so genau weiß, wie ich auf den Namen da kam. Vielleicht fällt euch ja was auf. Dann am 29.12.2020 kam endlich dieses lang erwartete Display. Und der Soll-Ist-Vergleich beim Einbauversuch zeigte dann einige Schwächen in der Bemaßung, die nur zum Teil mittels Teppichmesser korrigiert werden konnten, denn Schneidwerkzeuge haben in der realen Welt blöderweise keine Undo-Funktion. Etwas gebastelt mit Pappe und Klebeetiketten später, seht da, wir haben einen Prototyp mit Display, laut, bunt und in Farbe.
So, jetzt will man vielleicht nicht unbedingt das Vertical Video Syndrome unterstützen und das hochkantmontierte Display macht das Gehäuse auch unnötig kompliziert. Deswegen habe ich mir für den nächsten Prototyp, Pathfinder 2, wieder aus Weltpappe, ein paar Inspirationen aus der Vergangenheit geholt. Vom guten alten Bildschirmtext. Das links, das ist ein Multitel 12 der Bundespost, basierend auf einem Siemens Beetel 3210 oder auch FEAB 90-1.1. Das rechts ist ein BTX-Terminal aus der gleichen Zeit eines privaten Anbieters. Und ja, jetzt haben wir einen funktionierenden zweiten Prototyp. Aktuell mit dem mechanischen Gabelumschalter. Mein Traum wäre allerdings eine Lösung, die ohne bewegliche Mechanik auskommt. Das ist also noch eine Aufgabe für Zukunftsstefan, aber man kann dafür jetzt schon mal einen Gabelumschalter schön laut klackern lassen. Mit diesem zweiten Prototyp haben wir dann auch unser erstes technisches Problem gefunden. Die Tests mit Bearzip als Voice-over-IP-Software, die waren im ersten Anlauf sehr ernüchternd. Und das, obwohl der verwendete Codec auf dem Raspberry Pi eigentlich hardwarebeschleunigt sein sollte. Gefühlt hinkt das Bild dem Ton 3 Sekunden hinterher. Aber wie bestimmt man das und womit vergleicht man das? Nun, im Browser laufen Videos mit dem gleichen Codec flüssig, selbst im Fullscreen. Also schnappen wir uns doch mal eine kleine Streaming-App und basteln eine HTML-Seite darum. Ladies and Gentlemen, we proudly present Advanced Winkelcutting. Dieser niedliche alte Analogwecker mit Sekundenzeiger wird nun abgefilmt. Und indem man den Bildschirm neben den echten Wecker stellt, kann nun die Position des Sekundenzeigers auf dem Bildschirm mit der Position des echten Zeigers vergleichen und so die Verzögerung bestimmen. Probleme nicht technischer Art gibt es natürlich auch noch. Zum einen die Zeit bzw. die Manpower. Nur zwei der eingangs erwähnten Mitstreiter sind Techies und keiner macht aktuell mehr aktiv mit. Es hängt also alles an mir. Genauso wie Firma, Verein, Projekt, Privatleben. Und speziell beim Thema Privatleben hat mir ein nicht infektiös, aber leider doch ernsthaft erkranktes Mitglied der Familie die letzten Monate nicht viel Freizeit gelassen. Deswegen hat die Entwicklung da etwas gestoppt. Zum anderen Geld und Material bzw. Materialverfügbarkeit. So langsam ist meine Schmerzgrenze erreicht und ich habe leider keinen Goldesel. Wenn also jemand so zwischen 50 und 100 Euro spenden möchte, ich habe da immer wieder Wishlists für irgendwelche Kleinteile, die ich noch brauche. Nicht falsch verstehen, die Preisobergrenze für ein Granophone wird bei 250 Euro bleiben. Aber die Entwicklung verschlingt nun mal ein Mehrfaches davon. Und bei der ganzen Sache arbeitet eben auch die Zeit gegen uns. Das goldene Fenster, die günstige Gelegenheit, die ist jetzt. Winter is coming, das ist jetzt keine Game of Thrones Anspielung. Man hat also mehr Zeit zum Basteln. Dann wollen die Politiker jetzt zwar einen neuerlichen Lockdown vermeiden, aber ob das gelingt und ob das überhaupt eine gute Idee ist, das werden wir sehen. Wenn das Granophone jetzt zu spät fertig wird, dann kann man es entweder nicht aufstellen, wenn wir doch schon wieder einen Lockdown haben, oder man braucht es nicht mehr, weil wir Corona endlich durchgespielt haben und die Besuche wieder uneingeschränkt möglich sind. Ganz neu ist jetzt auch noch aufgetreten, dass mit über 18 Monaten Verzögerung nun auch bei den Raspberry Pis das Thema Lieferkette zum Problem wird. Ich werde den Prototyp des Granophones auf jeden Fall noch auf Basis Raspberry Pi 4 fertigstellen, aber danach muss man schauen, welche alternativen Single-Board-Computer in Frage kommen, beziehungsweise ob ältere Pis aus der dritten Generation nicht vielleicht doch genug Leistung haben. Da spielt dann auch der vor kurzem erschienene Raspberry Pi Zero 2W mit rein, wenn es den auch als WH gibt, also mit fertig aufgelöteter Pfostensteckerleiste. Dann könnte man ihn mit einem alternativen Display nutzen versuchen, denn in der Leistung reicht er fast an einen Pi 3 ran. Das Fazit lautet jetzt also, ohne eure aktive Mithilfe wird das hier nichts. Wenn ihr wollt, dass das Granophone rechtzeitig fertig wird, dann müsst ihr entweder euer Know-how und eure Zeit oder euer Geld
Gerne auch in Form von Materialspenden, wenn ihr meint, ich versauf das sonst bloß, mit einbringen. Wo sich Aufgaben sehr gut auf mehrere Schultern verteilen ließen, sind insbesondere die Bereiche SIP, VPN und Patch Management, aber auch GUI-Programmierung in Python. Und ein paar Admins für Wiki, Mailingliste, Social Media etc. zu haben, das wäre ebenfalls toll. Jetzt habe ich aufgezählt, wo ich überall Hilfe brauchen kann. Leider muss ich nun auch aufzählen, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Sorry, das wird jetzt ein bisschen ein Rant. Erstens, Leute, die das Granophone zu einem eigenen Projekt machen wollen. Der Kurs steht fest, wenn euch der nicht passt, dann folgt mein Projekt und macht euer eigenes Ding. Dazu steht es unter einer entsprechenden Lizenz, aber versucht doch nicht hier, mir das Projekt abspenstig zu machen mit euren Ideen. Ganz toll sind dann so Leute, die einem sagen, man solle doch einfach Signal verwenden statt Linphone, weil Linphone, das kennt doch eh keine Sau, und dann einfach ein Gehäuse mit dem 3D-Drucker anfertigen und gut ist. Wer sowas vorschlägt, der hat sich ja schon allein dadurch disqualifiziert, dass es den Unterschied zwischen einer geschlossenen Messenger-Plattform und einem offenen Standard wie SIP oder VoIP nicht begriffen hat. Und zusätzlich hat er überhaupt nicht verstanden, worum es beim Granophone geht, nämlich dass es jedermann ohne Spezialwerkzeug nachbauen können soll. Und wer meint, dass 3D-Drucker in deutschen Durchschnittshaushalten aktuell so häufig anzutreffen sind wie Staubsauger und Küchenmesser, der hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. Und genauso wenig helfen mir auch Leute, die sagen, hey Digi, alles kein Problem, wir entwerfen kostenlosen Gehäuse für dich, wir fertigen das und die passende Elektronik packen wir auch noch gleich dazu. Natürlich unsere, die es nur in unserem Shop gibt und nicht die offizielle der Pi Foundation. Und wir wollen auch überhaupt nicht viel dran verdienen, nur so ein bisschen mehr als du vielleicht. Nein, einfach nein. Alles, was zentral gefertigt wird, ist ein Single Point of Failure. Weg damit. Das kann man hinterher zusätzlich anbieten, wenn es das Grundmodell zum selber Nachbauen gibt, aber nicht im ersten Schritt. Das macht das ganze Konzept sonst einfach kaputt. Und schlussendlich dann noch der Oberknaller, die Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als mir mitzuteilen, dass sie ganz genau wissen, wie man das Projekt angehen müsste, damit es zum Erfolg wird, um mir dann eins zu eins das vorzuschlagen, was schon monatelang im Wiki drin steht. Und diese Beispiele habe ich mir nicht ausgedacht, das ist gesammelte E-Mail-Inbox der letzten Monate. So, das hier war eigentlich schon für den Linux Day AT angekündigt, da hat es leider nicht mehr geklappt. Voraussichtlich aber, bis ihr diesen Vortrag sehen könnt, wird es auf GitHub auch die neue Version der Konstruktionspläne geben. Ich sage trotzdem schon mal, bitte noch nicht nachmachen, ich muss noch mindestens einen Satz Änderungen anbringen, bevor sich ein Nachbau wirklich lohnt. So, was gibt's Neues seit den letzten Vorträgen beim Linux Presentation Day bzw. bei der virtuellen Maker Faire Hannover? Zuallererst zwei Veröffentlichungen. Einmal bei Heise Online und einmal im Make Magazin 4.21 auf Seite 82. Im Prinzip beides mal der gleiche Artikel, aber die Printfassung hat weniger Text und dafür mehr Bilder. Und dafür gab's auch ein bisschen Geld, das hat mich schön gefreut dabei. Das nächste Tolle ist, der erste Sperrholz-Prototyp ist so gut wie fertig. Hier auf den Bildern sieht man jetzt schön die Evolution vom Pappmodell Pathfinder 2 auf der linken Seite zum ersten Sperrholz-Modell auf der rechten Seite. Last but not least haben wir endlich eine eigene Domain und ein eigenes Wiki. Manitou, ein deutscher Hosting-Anbieter, war so freundlich, uns den Webspace und die Domain-Registrierung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit kommen wir auch schon zum Ausblick. Als nächstes wird die Kamerahalterung optimiert, die man jetzt hier auf den linken beiden Bildern sieht, und der CPU-Kühler muss noch entwickelt und erprobt werden. Hier haben wir noch kurz eine Übersicht über die geplanten Ausbaustufen. In Stufe 1 sollen 1:1 Videotelefonate mit fest voreingestellter Gegenstelle funktionieren. Ab Stufe 2 gibt es dann hoffentlich eine Kurzwahlfunktion, mindestens auf der Enkelseite. Die Stufe 3 soll dann auch Konferenz-Videotelefonate von der Enkelseite aus möglich machen, wobei mal nicht mehr als eine Dreierkonferenz möglich sein wird, weil die Leistung des Pis einfach nicht mehr hergibt. Spätestens Stufe 4 dann soll Lauthören und Freisprechen unterstützt werden, sowie eine Cloud-ungebundene Sprachwahl. Weil wir wollen natürlich nicht, dass Oma, Opa da abgeschnorchelt werden von Google, Amazon, Alexa und sonst wem.
Den aktuellen Entwicklungsstand, den dokumentiere ich auch immer im Wiki. Das ist erreichbar über die Landingpage www.granophone.de oder direkt über wiki.granophone.de. Und wer jetzt findet, dass das Granophone eine coole Idee ist und möchte bei der Entwicklung mithelfen, entweder tatkräftig oder finanziell, der möge sich doch bitte über diese Kontakt-E-Mail-Adresse hier webmaster@granophone.de bei mir melden. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann jetzt das Innenleben vom Granophone zeigen. Ihr habt es vielleicht schon die ganze Zeit im Hintergrund bei mir gesehen. Ich habe es schon eingeschaltet. Und ich war auch schon mal so frei, die Rückwand abzuschrauben, dass wir da jetzt nicht lang Zeit vertun. Hier der Hörer. Der Gabelumschalter mit einer etwas angepassten Bügelform, dass er auch immer sauber greift. Und jetzt schauen wir mal von hinten rein. Man sieht es also hier oben, die Kameraplatine. Das ist die Display-Ansteuerung da hinten. Alles über diese Flachbandkabel da gelöst. Alles offizielle Raspberry Pi Zubehörteile. Hier unten sitzt der eigentliche Pi mit einer Adapter, mit einem Adapter Schraubklemmen auf Klinkenstecker, dass man also auch die Lautsprecher fürs Klingeln anschließen kann, ohne löten zu müssen. Hier ist aktuell ein relativ großer USB-Stick angebracht. Der ist relativ geschickt, was die Wärmeabgabe angeht. Genauso wäre natürlich auch Platz für einen UMTS bzw. LTE-Stick. Oder man führt halt ein Netzwerkkabel hier raus. In der Rückwand ist eine entsprechende Aussparung für die einzelnen Kabel. Ja, das wäre das Granophone Innenleben. Was ich auch noch kurz zeigen kann, sind hier die Vorgänger. Da haben wir einmal das Pappmodell Pathfinder 2. Das zerlegt sich auch schon ein bisschen, ist natürlich jetzt schon halb entkernt, weil die Komponenten jetzt im Sparholzmodell stecken. Und hier noch der gute Pathfinder 1, den ihr vorher auch im Video gesehen habt. Auch der natürlich schon wieder teilentkernt. Ja, wo geht die Reise noch hin? Bevor die Lieferschwierigkeiten bekannt wurden, hatte ich es geschafft, mir schon mal einen Pi Zero zu besorgen. Mit dem Originalgehäuse auch wieder dazu, wo die Pi Cam dann drin steckt. Damit hätte man dann die Chance, eine Pi Cam abgesetzt zu betreiben. Über dem Wohnzimmerfernseher von Oma und Opa. Wird mit diesem Originalgehäuse, glaube ich, nicht funktionieren. Ich denke, wir werden eher zu einem Pi Zero WH greifen müssen, da diese Pfostensteckerleiste hat, die man jetzt hier sieht. Weil Knackpunkt 1 ist, die Kamera müsste so rum montiert werden, sonst muss man anfangen, das Bild softwaremäßig zu drehen. Und sinnvoller wäre es eigentlich, wenn das Ding irgendwie so auf dem Fernseher oben drauf klebt. Und zum anderen, wir haben keine Chance, die Kamera hier abzudecken. Das heißt, das Ding wäre wirklich Worst Case, eine Videoüberwachung 24/7 von Oma und Opa, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen die Idee, dann über die Pfostensteckerleiste irgendwas Mechanisches anzusteuern, was eine Kameraabdeckung freigibt. Da muss ich dann auch noch überlegen, aber das ist halt alles auch noch Zukunftsmusik. Erstmal ist das Grundmodell vom Granophone natürlich fertigzustellen und die Software dafür. So, das war's. Wir sind am Ende des Vortrags angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich noch für das Interesse und stehe natürlich im Anschluss auch für Fragen bereit. Ja, hallo zusammen. Jetzt haben wir noch einen kurzen Nachtrag live. Ich habe noch 4 Folien vorbereitet, die es nicht mehr in der Aufzeichnung geschafft haben. Deswegen jetzt kurz das Screensharing und noch eine kurze Ergänzung dazu. Moment bitte. Ups. So, das hier war eigentlich ja schon für den Linux Day AT angekündigt. Da hat es nicht geklappt und auch heute wird es leider wieder nichts mit den neuen Konstruktionsplänen. Hoffentlich in den nächsten Tagen. Wie vorher auch im Vortrag schon gesagt, bitte noch nicht nachmachen. Wir haben noch ein paar Änderungen dran vorzunehmen, bevor sich der Nachbau lohnt.
Ich war gestern insgesamt 6 Stunden mit dem Zug unterwegs. Ich war einfach zu platt, um dann auch mit dem freiwilligen anderen Helfer dran weiterzuarbeiten. Tut mir sorry. Als nächstes nochmal kurz zur Technik. Beim Thema Display, da stellt sich die Frage, nimmt man einen eingebauten Bildschirm oder einen abgesetzten Bildschirm? Und falls letzteres, einen dedizierten TFT oder einen Fernseher? Der Hintergrund ist dieser. Die Oma-Seite, die braucht nicht zwingend einen Touchscreen. Und Bildschirme ohne Touchfunktion sind deutlich günstiger. Man könnte also einen günstigeren, größeren Bildschirm hinter dem Grammophon verbauen. Und das kann auch ein privat oder in der Firma ausgemusterter alter Fernseher oder TFT sein. Ein Problem dabei ist aber, wenn man auf den Fernseher gehen will, Smart TVs sind tatsächlich strunzdumm. Man kann über das HDMI-Signal, über das HDMI-Kabel ein "Schalte dich ein und mach mich zu deiner aktiven Signalquelle" Steuersignal senden vom Pi an den TV, um so das Videotelefonat dort anzuzeigen. Ja, eigentlich. Es verstehen blöderweise bloß nicht alle TVs mit HDMI-Anschluss dieses Signal. Und auch nur dann, wenn das Kabel passend ist. Es gibt Billigkabel, wo diese Steuerleitungen fehlen. Und außerdem dieses Kommando zum Zurückschalten auf dem TV-Tuner, wenn das Gespräch beendet ist, das verstehen offenbar auch nicht alle Geräte. Also bleibt als Lösung dafür wohl bloß ein IR-Dongle, was die Fernbedienungssignale nachäfft, wenn man den normalen Fernseher halt für Videotelefonate mitnutzen will. Wenn man das Gerät immer nur für die Videotelefonate nimmt, ist es natürlich nicht so dramatisch. Und zu guter Letzt noch, was die Softwareseite angeht, da bin ich kürzlich auf das Projekt DoorPie gestoßen. Das ist eine Türklingel auf Raspberry Pi-Basis, die auch eine Voice-over-IP-Anbindung nutzt und sogar mittlerweile ebenfalls mit Videosupport. Leider wirken die Website und das Forum dazu etwas eingeschlafen, aber es ist trotzdem sicherlich einen Blick wert. Eventuell kann man zum gegenseitigen Vorteil miteinander kooperieren oder zumindest Teile des DoorPie-Codes für das Grammophon übernehmen. Die Lizenz sollte eigentlich dafür passen, weil die Softwareseite des Grammophons werden wir sowieso eher nicht unter die CC BY NCSA stellen können. Vermutlich wird der Code unter der GNU Public License, also GPL, lizenziert werden. So, das waren meine 4 Folien und dann komme ich gleich in den Fragen- und Antwortraum.